jetzt einer unserer absoluten Lieblingsgäste. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf den begnadeten, wunderbaren, besten Entertainer der Republik. Hier ist Helge Schneider. Ich verstehe gar nichts. Schluss! Helge Schneider! Hallo? Hallo. Hallo Helge! Wie geht's? Gut, gut. Angenehm. Ja. Mhm. Viele wissen nicht, dass du gestern Geburtstag hattest. Ja, ja, hatte ich. Helge! Dankeschön! Happy Birthday to... Happy Birthday to... Happy Birthday, lieber Helge! Happy Birthday to you! Extra für dich. Extra für dich. Mach doch nicht die 60 da. Oh! Oh, Entschuldigung. Ja, nicht so schlimm. Kann schon mal passieren. Ist nur Wasser. Ich wollte dein Alter verschleiern. Was? Was ist dein Alter verschleiern? Wieso? Was denn? Steht doch auf deinem T-Shirt drauf. Kannst du gar nicht verschleiern, steht doch auf dem T-Shirt drauf. Wollen wir die Torte essen? Wollen wir die Torte anschneiden? Ja, also, gerne. Du musst auf Torte. Helge? Ich muss eben den Hut weglegen, der ist ein Papierhut, der ist aus Papier. Und der ist ja nass. Ah, bist danke. Bist du ein Tortenfan? Ja. Oh, warte, ich habe ein richtiges Messer mitgebracht. Warum hast du denn dann ein Holzschwert dabei? Ja, ich dachte, man weiß ja nie, ne? Ich wollte mal gucken, ob ich hier durch die Sicherheitssperre komme. So, dann nehmen wir mal ein Stück. Ich hoffe, die ist wirklich essbar, oder? Ist ja, essbar? Sicher. Sieht schon sehr lecker aus. Ja. Schokoladentorte mit oben drüber Überzug, Nagellack. So. Wir essen jetzt die Torte, Helge. Ja. Und gleich reden wir... Worüber? Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk für dich. Nein. Doch. Doch. Aber dazu mir gleich mehr. Sehr schön. Dann bleiben Sie dran. Bis gleich. Ein Stückchen Torte, bitte. Ja, bitte. Wir essen gerade Helges Geburtstagstorte. Du hast ein Sammelsurium an Werken rausgebracht. Sozusagen deine ganze Karriere. Wie nennt sich das? Superbox. Alle deine CDs, die du jemals veröffentlicht hast. Plus fast noch so irgendwie alle Bücher von dir, die du vorgelesen hast. Lecker Kuchen. Ja. Du sollst nicht glauben, dass das alles war als Geschenk für dich zu deinem 60. Ist das dann der 60. Geburtstag? Bitte? Der 60. Geburtstag? Ja. Ja. Geburtstag. Ja? Gestern. Na ja, wir haben noch ein Geschenk für dich. Nein. Ja, das ist nicht alles, Helge. Könnt das mal gerade reinbringen? Pass auf, Helge. Jetzt, Helge. Wir haben ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, Corinna. Achtung, Helge. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung und... Wie gefällt dir das? Lecker. Gut. Guck mal, farblich. Ein Haar wie Helge. Aber auch, ist so ein bisschen. Ich hab selber gemacht, hier, ja? Aluminium. Tatsächlich, Aluminium. Toll, oder?
Sehr schön. Kannst du dir bei dir zu Hause an die Wand machen? Bitte schön. Sehr das gut. Ist für dich. Draußen? Na? An die Tür? Ja, draußen. Für den Briefträger? Ja, zum Beispiel. Dass er immer weiß, aha, hier ja, wohnt genau, der Helge. Helge, ne? Genau. So, gefällt's dir? Ja, sehr gut. Ich könnte damit auch so spazieren gehen. Damit jeder weiß, dass du es bist. Sollen wir hier stehen lassen? Ja, lass kann stehen, auch weg, ja. Ne? Die schönes, Leute können sonst nichts sehen. Ne? Schönes Bild, ja. Ja, sehr schön. Aber auch der Kuchen ist sehr lecker. Der ist sehr lecker. Der Kuchen ist, lecker. Ist das so ein bisschen, lässt du dein Leben noch mal Revue passieren, jetzt, wo es langsam dahin geht? Ja, das wollen wir mal so sagen, das ist ja alles reine Publicity. Und es gibt auch noch eine DVD. DVD, ja. Wer Helge noch nicht live gesehen hat, der muss es unbedingt tun. Und wenn Sie keine Zeit oder keine Füße haben, um dahin zu gehen, dann können Sie sich die DVD holen. Hier sind deine Auftritte in Berlin zu sehen, wo ein du Auftritt. Sehr häufig auftrittst. Ja, ein Auftritt am Stück, nichts geschnitten, alles live. Gekürzt. Du hast ja wirklich immer sehr, sehr exquisite Titel für deine Werke, für deine Filme, für deine Programme, ja. Auch für dein neues Buch. Ja, das neue Buch von Helge heißt Orang-Utan Klaus. Ja. Vielleicht möchtest du was kurz was vorlesen aus dem Buch? Es zeigt mich mal in Ernst. Kann man kurz einmal zeigen. Mhm. Die ernste Seite von Helge Schneider. Ich lese mal vor, ja? Ich lese den letzten Satz von Artikelnummer, weiß ich jetzt auch nicht. Mal sehen, was daneben steht. Ein seltenes Bild, denn Koala-Bären sind Einzelgänger und normalerweise allein unterwegs. Eine andere Seite. Ich habe eine Trompete, die habe ich geschenkt gekriegt. Und zwar klingelte eins morgens, es war noch sehr früh, das Telefon bei mir und ich bin rangegangen. Schneider. Klack, 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 klack. Es klang wie Zähneklappern. Klack, 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 klack. Ja, gerne. Klack, 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 klack. Hören Sie, ich kann mich jetzt nicht so lange mit Ihnen unterhalten, aber ich nehme die Trompete gerne an. Da hatte mich Inge Meisel angerufen und mir ihre Trompetensammlung vermacht, weil sie selber nicht mehr spielen kann. Sie steht morgens um 4 Uhr auf, senile Bettflucht. Je älter man wird, desto früher steht man auf, weil man den ganzen Tag aus dem Fenster guckt. Diese Trompete hier stammt aus ihrer herrlichen Trompetensammlung. Früher hatte sie morgens nach dem Aufstehen immer ein paar Takte geübt. Sie taperte jeden Morgen um 4 schlaftrunken zum Kühlschrank, holte sich eine Flasche Steinhäger raus, rauchte eine Schachtel Gitan. So sieht ihr Frühstück aus. Dann ran an die Trompete für die ersten Übungen. Da ist es passiert, dass durch den Gegendruck, der ist recht stark, ich weiß nicht wie viel Pond oder Newtonmeter, ihr Gebiss rausgeflogen und im Putz stecken geblieben ist. Es hatte sich im Flur regelrecht im Putz verbissen. Daraufhin hat sie gesagt, das ist nichts mehr für sie. Dann habe ich hier eine schöne Klarinette. Die ist ein Geschenk von Benny Goodman, dem Klarinettisten. Bin sehr stolz darauf. Er überreichte sie mir eines Tages mit den Worten, da! Auf Englisch natürlich, there! Haben wir noch hier? Naja, es sind so... Das sind so meine Dienstreden. Meine Dienstreden, wenn ich jetzt unterwegs bin und auftrete, meine Konzerte. Das sind Dienstreden, die praktisch Auszüge sind aus lange... Ich habe es gelesen und ich habe sehr, sehr gelacht. Ja? Ja. Ich auch. Ich habe es auch dann mal gelesen. Ich habe es ja von einem Ghostwriter abhören und aufschreiben lassen, ne? Von so alten Bändern. Ne? Ah, verstehe. Also ich nehme ja seit 30 Jahren nehme ich ja auf. Weil ich damals meine ersten Auftritte habe ich deshalb aufgenommen. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich die ans Fernsehen verkaufen. Danke, Helge. So, also hier die gesammelten Werke von Helge Schneider, das komplette Lebenswerk auf CDs, DVDs, Büchern, Hörbüchern und vielem, vielem mehr. Genau. Helge, feier noch schön aus deinem Geburtstag raus. Und, Was die Leute nicht wissen, ich habe eine fiktive Hühnerzucht. Also keine Hühner, verstehst du? Das kostet gar nichts und man braucht auch gar keine Räumlichkeiten. Und den Hühnern geht es dadurch auch etwas besser. Das war noch mein Appell. Ja. Vielen Dank, Helge Schneider! Danke.
So, Helge Schneider. Wirklich, wirklich sehr zu empfehlen, das neue Buch Orang-Utan Klaus, dann natürlich die DVD. Sehr lustig und das gesammelte Werk von Helge Schneider.